Morgen kommen Freunde von mir, die wollen das Schloss besichtigen. Ich möchte nicht, dass es hier aussieht wie in einem Schweinestall. Ich habe meine Männer aber gerade weggeschickt. Wie sie das Zeug wegschaffen, interessiert mich nicht im Geringsten. Außerdem bin ich jetzt gleich mit Cecile verabredet. Dann sollten Sie weniger reden, sondern endlich anfangen. Cecile wird bestimmt Verständnis dafür haben. Silvia! Was ist passiert? Tut dir was weh? Mein Kopf. Oh Gott. Ich kann auch oben in Florians Zimmer auf ihn warten. Sag's ihm dann einfach Bescheid, wenn er da ist. Isabel? Ja? Was ist zwischen dir und Sven passiert? Wie bitte? Versteh mich bitte nicht falsch. Ich, um Gottes Willen, ich möchte mich nicht einmischen. Aber wenn du etwas auf dem Herzen hast. Florian war im Gefängnis. Diese Unsicherheit, dieser enorme Druck. Gerade in solchen Momenten, da braucht man jemanden zum Anlehnen. Ach, was willst du denn damit sagen? Das ist Unsinn. Isabel, das sollte keine Unterstellung sein. Ja, was denn sonst? Dieser Abend, als ich bei dir war. Es machte auf mich den Eindruck, als ob du und Herr Hübner... Da war nichts. Okay. Ich bin doch froh, wenn ich mich irre. Das tust du. Das tust du allerdings und... Dicke Luft? Worum geht's denn? Hilf mir. Sofort. Marie, was ist denn passiert? Silvia? Silvia, kannst du mich hören? Oh Gott. Marie, gib mir das Tuch da. Marie, das Tuch, bitte schnell! Ich muss sie doch verbinden! Hol Hilfe! Verdammt, worauf wartest du? Wo bleibt Robin denn? Naja, der wird jeden Moment da sein. Sag mal, er hat jetzt tatsächlich den Auftrag für die Renovierung eures Schlosses bekommen. Mhm. Meine Mutter hat ihm ihr vollstes Vertrauen geschenkt. Oh, dann akzeptiert sie ihn jetzt also. Sagen wir mal, sie bemüht sich, ihn zu akzeptieren. Obwohl ihr ein Graf natürlich viel lieber wäre. Aber das ist doch schon was. Ja, mehr kann man nicht erwarten. Sie hat nun mal ihre traditionellen Vorstellungen und die werde ich auch nicht mehr ändern. Hallo. Bon appétit. Maman. Was machst du denn hier? Vermutlich dasselbe wie du. Ich wollte ein bisschen mit Charlotte plaudern. Ach so, weil ich bin nämlich eigentlich mit Robin verabredet. So? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Du kommst vom Schloss? Ja, ich wollte mich vergewissern, dass es keine Verzögerung gibt. Und läuft alles zu Ihrer Zufriedenheit, Konstanz? Ja, wunderbar. Die Robin ist wirklich ein Goldstück. Geradezu unermüdlich. Dann hat er mich für echt versetzt. Sei bitte nicht böse. Dein kleiner Maurer arbeitet so hart. Da kann man nicht noch gute Manieren erwarten, nicht wahr? Ja, Andi, hier ist Robin. Ich bin gerade auf der Baustelle. Der neue Auftrag? Ja, von Cecils Mutter. Na, die scheint dich ja richtig ins Herz geschlossen zu haben, wenn sie dir so eine Aufgabe anvertraut.
Von wegen. Ey, die alte Miss Kuh, die macht das nur, um mich zu schikanieren. Ja, du musst sie ja nicht alles von ihr bieten lassen. Nee, das hab ich auch nicht vor. Ja, und deswegen müsste ich dich um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Schatz, ich weiß, was ich gehört habe. Warum macht ihr aus eurem Streit so ein Geheimnis? Okay, gut. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, weil mir diese Auseinandersetzung peinlich ist. Elisabeth hat mitbekommen, dass wir beide Probleme haben miteinander. Wie, und da fragt sie dich aus? Ja, und ich fand, es geht sie nichts an. Habe ich wohl ein bisschen heftig reagiert. Hat sie dir irgendwelche Vorwürfe gemacht? Nein, das hat sie nicht getan. Okay. Nein, lass mal. Ich hab das schon mit ihr geklärt. Seid ihr beide heute zum Abendessen da? Was sollte das eben? Bitte? Warum mischst du dich in unsere Beziehung ein? Wir können über alles reden, Florian, aber bitte nicht so. Ich vertraue dir was an und du fragst sie dann gleich aus, oder was? Ich dachte, ich könnte helfen. Du setzt sie unter Druck. Wir kommen ganz gut alleine klar. Das ist doch nur gut gemeint. Ab jetzt halte ich mich aus allem raus. Okay, dann schwamm drüber. Ich hoffe, du trägst mir nichts nach, Isabel. Nein, natürlich nicht. Jacques soll bitte vorfahren, Christine. Und? Sie bringen sie gerade ins Krankenhaus. Der Arzt sagt, es besteht keine unmittelbare Gefahr. Na, geht's dir wieder besser? Sag mal, was war denn vorhin mit dir los? Ich weiß es nicht. Warum hast du denn Silvia nicht geholfen? So kenne ich dich überhaupt nicht. Du bewahrst doch sonst immer einen kühlen Kopf. Ich stand vielleicht unter Schock. Gott sei Dank bist du gekommen. Ist das schon gut? Nein, ist es nicht. Du, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Auf dem Weg dahin kann ich dich zu Hause absetzen. Ich komme mit. Ja, aber willst du nicht lieber nach Hause? Ich will bei meiner Mutter sein. Wie du meinst. Natürlich. Wann soll der Umbau denn fertig sein, Constance? Ja, angeblich in 3 Monaten, aber man kennt das ja. Wobei ich natürlich nichts gegen die Zuverlässigkeit von deinem neuen Freund. Es tut mir leid, ich bin von der Baustelle nicht weggekommen. Und du warst irgendwie nicht zu erreichen? Mein Akku war leer. Jetzt bist du ja da. Außerdem hat uns jemand einen riesigen Berg unnötiger Arbeit gemacht. Ach was. Wieso? Was ist denn passiert? Unwichtig. Es war auf jeden Fall sehr ärgerlich. Ach, Robin, möchten Sie vielleicht jetzt ein Glas Champagner nach all dem Ärger? Oder vielleicht ein Bier? Ja, ein Bier wäre nicht schlecht. Die ganze Schlepperei macht durstig. Bist du denn fertig geworden? Ja, Andi ist netterweise eingesprungen. Oh, und dabei habe ich gerade ein Hohelied auf ihren Arbeitseifer gesungen. Hoffentlich war das nicht verfrüht. Sofern es sich um sinnvolle Arbeit handelt, ganz sicher nicht. Sag mal, ist irgendwas hier? Wirkt so gereizt. Oh, nein, da irrst du dich. Dein Freund und ich, wir verstehen uns inzwischen vollkommen. Nesper, Monsieur Brandner? Oh, natürlich. Danke. Wir rufen Sie dann, wenn wir Sie brauchen. Was ist eigentlich genau passiert? Ja, du bist vom Pferd gestürzt und hast eine Gehirnerschütterung. Ach, stimmt, wir beide sind zusammen ausgeritten. Ja, es war meine Schuld. Ich wollte mit dir um die Wette reiten. Das Pferd ist durchgegangen, oder? Ich weiß es nicht. Plötzlich lagst du da und hast geblutet. Ja, du hast eine Platzwunde am Kopf. Aber keine Sorge, es bleibt nichts zurück. Ich bin so müde. Ja, du hast eine Menge Blut verloren. Bist du auch verletzt? Ach, das ist nur ein Kratzer. Zum Glück warst du da. Wenn du dich nicht so schnell um mich gekümmert hättest... Danke. Bedank dich lieber bei Martin. Du warst auch da? Exquis, diese Crème Brûlée. Man sollte fast meinen, man wäre in Paris. Oh, das freut mich, Madame. Waren Sie schon einmal in Paris? Nein, bisher noch nicht. Wann kommen Ihre Freunde eigentlich morgen zur Besichtigung? Du kriegst Besuch? Ja, die Gräfin von Lusebrink wollte mit ihrer Familie das Schloss besichtigen. Sie hat leider abgesagt. Verstehe. Aber das ist mir ganz recht. So kann ich wenigstens heute noch nach Hause fahren.
Du willst heute schon fahren? Ja, ich möchte Papa nicht so lange alleine lassen. Hm. Ja, dann, ich bestell schon mal die Rechnung. Nein, nein, komm, ich lade euch ein. Ich mach das schon. Ihr Besuch hat also abgesagt. Wollen Sie mir was unterstellen? Das tun Sie doch nicht so. Sie wollten einfach verhindern, dass ich mich mit Cecile treffe. Darum das ganze Theater. Was erlauben Sie sich? Zeigen Sie mir doch einfach mal ins Gesicht, was Sie gegen mich haben. Hm? Sie mögen vielleicht ein ganz fähiger Arbeiter sein, aber ganz sicher nicht der richtige Partner für meine Tochter. Nur weil ich nicht zu Ihrer sogenannten feinen Gesellschaft gehöre, oder was? Und weil man das leider merkt. Wissen Sie was, so wie Sie möchte ich bestimmt nicht werden. Attention, mon cher. Hüten Sie Ihre Zunge. Bis. So, wir können los. Oui, d'accord. Sind durch. Beste Methode, um Nudeln zu testen. Na, wie soll ich ihm das bitte erklären? So wie es war. Sven hat dich erpresst, du musstest mit ihm schlafen, sonst wäre Florian nicht aus dem Gefängnis gekommen. Das glaubt er mir doch nicht. Ja, dann stimmt eben irgendwas mit eurer Beziehung nicht. Ich kann es auch nicht ändern. Selbst wenn er mir das glaubt, ja? Er wird immer wieder daran denken müssen. Mit der Lügerei tust du euch aber keinen Gefallen. Du bist launisch, du willst nicht mit Florian schlafen, du brichst den Kurzurlaub ab, das belastet euch doch beide. Inzwischen habe ich sogar Angst vorm Einschlafen. Hast du immer noch Albträume? Jede Nacht. Und wenn Florian neben mir liegt, dann habe ich auch noch Angst, dass ich wieder im Schlaf rede. Also so geht es nicht weiter. Fürs Herbringen. Ist doch klar. Sei mir nicht böse, Papa, aber ich würde jetzt gern allein sein. Natürlich. Kannst du mir trotzdem noch eine Frage beantworten? Ja, klar. Möchtest du da nicht vielleicht doch noch einen kleinen Krapper haben? Was war vorhin mit dir los? Ich will endlich wissen, ob ich positiv bin oder nicht. Marie, wie gesagt, es müssen erst weitere... Ja oder nein? Marie, das Ergebnis ist positiv. Marie, warum hast du Silvia nicht geholfen? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich stand vermutlich unter Schock. Ich weiß es doch selbst nicht. Das nehme ich dir nicht ab. Da ist noch was. Immer noch wegen Henning. Hat dich der Unfall daran erinnert? Das geht wohl nie ganz vorbei. Vielleicht ist ganz gut, eine Zeit lang wegzufahren, damit du auf andere Gedanken kommst. Sei mir nicht böse. Ich würde jetzt gern allein sein. Ist gut. Tschüss. Adieu, Mama. Schön, dass du da warst. Ma chérie. So, jetzt bitte kein Adieu sentimental. Wir sehen uns ja bald wieder. Und grüß Papa. Mhm. Oh, ich habe noch was für ihn. Warte kurz. Ich habe auch etwas für Sie. Damit Sie meine Tochter mal einladen können. Was soll das? Peinlich genug, dass sie vorhin für Sie mitbezahlen musste. Ich will ihr verdammtes Geld aber nicht. Jetzt stellen Sie sich nicht so an. Meine Tochter hat schließlich ihre Ansprüche. Sie denken. So, hier ist es. Und das nächste Mal soll er mitkommen. A bientôt. Und was den Umbau betrifft, ich verlasse mich auf Sie. Ich hatte solche Angst, sie anzustecken. Trotzdem, du hast dich instinktiv richtig verhalten. Ich habe meine Mutter fast verbluten lassen. Stell dir vor, du hättest ihr geholfen und sie dabei infiziert. Das würdest du dir nie verzeihen. Für uns beide gelten eben jetzt andere Regeln. Und dein Vater hat es mitbekommen?
Und? Ausrede. Und er hat auch noch so verständnisvoll reagiert. Wer ist das denn jetzt? Sag mal, habe ich hier meinen Schlüssel liegen lassen? Ich habe sie nicht gesehen. Kann ich kurz mal nachschauen? Oh, du hast Besuch? Ich dachte, du wolltest... Ja, das ist eine Geschäftsbesprechung. Hatte ich nur vorhin ganz vergessen. Und die Zeit noch? Ja, wegen meiner Abreise. Mhm. Tja. Ja, also ich sehe sie nicht, oder? Ja, vielleicht liegen sie ja noch bei Silvia. Sag mal, ist das nicht dieser impertinente Musiker, den du fast aus deinem Büro werfen wolltest? Wir sind einmal aneinander geraten. Außerdem ist er wichtig fürs Label. Naja. Noch mehr Lügen. Ich bin schon ein richtiger Profi. Willst du deinen Eltern nicht sagen, was los ist? So viel Angst, dass sie sich abwenden? Ich will nicht, dass sie sich Sorgen machen. Deshalb frisst du alles in dich rein? Denk an dich selbst, daran, was für dich am besten ist. Süße, ich bin heute Abend bei Lars. Ihr habt also die Bude für euch. Na? Du bist's. Wen hast du denn erwartet? Wegen heute Nachmittag. Es war nicht so, wie du denkst. Elisabeth konnte wirklich nichts für den Streit. Schön, dass du sie so verteidigst. Nein, sie war wirklich im Recht. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich hätte mit ihr über uns nicht reden sollen. Dann hätte sie dich in Ruhe gelassen. Das ist doch Unsinn. Nein, ich habe dich echt in eine blöde Situation gebracht. Verzeihst du mir? Das ist ja schön. Du bist ja verrückt. Ja. Nach dir. Isabel, ich liebe dich. Und ich dich erst. Ist Rotwein okay? Ja, ja. So, bitteschön. Dankeschön. Auf uns. Und auf deine Versöhnung mit meiner Mama. Das mit dem Auftrag ist sogar ein Steak von ihr, oder? Mhm. Stimmt irgendwas nicht? Warum sagst du denn nichts? Cecile, es ist so, ich werde mit deiner Mutter einfach nicht warm. Ja, sie hat es dir auch nicht gerade leicht gemacht. Aber du hast sie ja vom Gegenteil überzeugt. Wer dich besser kennt, der muss dich einfach lieben. Vergiss einfach, was ich dir gesagt habe. Ich meine, wer bin ich denn, dass ich dir Ratschläge gebe? Du bist in der gleichen Situation wie ich. Und du bist der Einzige, mit dem ich reden kann. Weil du niemand eingeweiht hast. Also, du kannst mich jederzeit anrufen. Danke. Von den anderen ist nichts zu erwarten.
Wahrscheinlich hat mein bester Freund zu mir gesagt, dass seine Geburtstagsfete ausfällt. Nur damit ich da nicht erscheine. Wenn die Leute erstmal wissen, dass ich positiv bin. Selbst wenn es so wäre, ich stehe zu dir und dein Vater auch, da bin ich sicher. Und deine Freunde, die werden nicht einfach verschwinden. So, jetzt schmeiß ich dich raus. Ich bin müde. Du läufst ja schon wieder zu alter Form auf. Tja. Oh. Diesmal vergesse ich sie nicht. Marie! Ach, Wachablösung. Bleib bitte, Papa. Ich muss mit euch beiden reden. Setz dich doch bitte. Du hast mich doch vorhin gefragt, warum ich Silvia nicht geholfen habe. Ich dachte, das hätten wir längst geklärt. Ich hatte Angst, sie anzustecken. Ich bin HIV-positiv. Ich hab AIDS.